schwingen, wie man es kennt. Spannende Paarungen und vor allem Publikum. Das ist wieder möglich hier am Bernisch-Kantonalen Schwingfest. Herzlich willkommen zu der Spezialsendung direkt aus Aarberg. Seit dem Morgen um 7:30 berichten wir live und jetzt fassen wir noch einmal die spannendsten und wichtigsten Momente zusammen. Und anfangen tun wir gleich mit dem Schluss. Sehr verrückt. Fertig. Es ist gestellt und jetzt kommt die Resultatvergabe. Jetzt wird es oberspannend zum fünften Mal. Kompliment an beide, Kompliment aber vor allem das Berner Oberland. Sieger 2020, aber wie gesagt 2021, Wenger Kilian. Bravo von dieser Stelle. Verdienter Sieger. Das war hochspannend. Wie war es für dich im Schlussgang des Königsduells? Ja, auch hochspannend. Also, wir haben das gleiche Zeitchen nicht mehr zusammen geschwungen. Ja, es ging um mich schön. Ich bin eigentlich relativ wohl gegen Kriegel, ob schon ein Brand gefährlich ist. Ich glaube, es war ein relativ ausgeglichener Gang. Ich habe nicht gewusst, dass ich zu fest gewinnen, wenn wir stellen. Es ist auch noch ein bisschen auf die Note jetzt drauf abgekommen, was sie schreiben. Und, ja, von dem her bin ich überglücklich, dass ich einen guten Gang zeigen durfte und das bessere Ende auf meiner Seite habe jetzt. Rund 10'000 Leute sind hier in der Arena, Reihe an Reihe, Stuhl an Stuhl und das ohne Maske. Es ist wohl das erste Mal seit der Corona-Situation, wo wieder alle zusammen so ein grosses Schwingfest geniessen können mit Emotionen, die man hier hautnah miterleben kann. Klar ist man als Schwingfan gerne an einem Sonntagmorgen früh aufgestanden. Im Gang vom Stück kommt jetzt schon langsam die Stimmung auf. Ja. Das ist einfach schön, oder? Man sieht wieder Kollegen hier, kann ein bisschen diskutieren über die Arbeit, die hier nicht passiert. Ganz anders wieder. Das ist wirklich fast ein bisschen wie früher. Wirklich, ja. Wieder ein bisschen Stimmung, wieder ein bisschen Emotionen. Ich denke schon für die Schwinger wieder viel anders, wenn es wieder ein bisschen so ist. Ja. Fast ein bisschen ungewohnt. Schon nur so viele Leute ohne Maske. Und dann mal wieder so viele Leute gesehen, die man nicht mehr gesehen hat. Und dann natürlich, dann, wenn das erste Mal geklatscht wird, merkt man, dann, dass es wirklich wieder richtig losgeht. Das ist schön. Ein guter, starker Berner, oder? Wunderbar. Kann nicht besser sein. Das Wetter gut. Schöne Frauen. Wunderbar. Wir haben das alle vermisst. Und ich genieße es sehr. Und ich glaube, auch für die Schwinger ist es doch etwas anderes, als sie mal wieder mit Zuschauern können schwingen. Also es ist sehr eine schöne Stimmung, es ist toll. Ich habe gerade so immer gesagt, es ist richtig geil. Wieder rein ist so viele Leute und ja, super Sache. Oder wir sind von der Ostschweiz angereist heute Morgen. Wir sind über 2 Stunden gefahren heute. Und ja, hat 2 Ostschweizer da, natürlich für uns super. Und der Fest ist genial heute, wirklich. Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl, wieder mal in einer Schwingarena innen zu stehen. Und die Schwingarena ist sich empfohlen. Um die 9'000 Leute hocken heute hier innen und verfolgen, was die Schwinger machen. Einer davon ist der Max von Utzisdorf, ein grosser Schwingfan, der zuletzt eben auch im 19. am Fest war. Max, sag doch schnell, was ist das jetzt für ein Gefühl, hier in die Arena einzulaufen, die Schwinger zu sehen, Musik zu hören? Ja, es ist natürlich auch schön. Oder? Du hast so lange nicht mehr schauen und machen. Und jetzt bist du wieder mal live dabei, mit Zuschauern, mit der Stimmung. Es ist schön, es ist ja unglaublich. Man hat fast das Gefühl, man ist wieder so ein bisschen im alten Leben angekommen. Also ja, ein bisschen Hühnerhaut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Du hast deinen Rucksack dabei, das gehört sich. An einem Schwingfest dürfen wir schnell reinschauen? Ja, sicher. Ich habe einfach ein bisschen Speck und Wurst geschnitten. Ich habe jetzt gedacht, eine gute Mittagsverpflegung muss da sein. Ein Schnäpschen vielleicht noch. Feiner Speck. Wow. Darf ich schon gerne eins probieren? Ja, super. Du hast schon am Morgen viel Speck. Du kannst doch nicht. Er muss jetzt noch filmen, der Kameramann. Ja, super. Wurst. Potz, Donner, du. Ja. Aber ist das alles für dich? Oder du hast ja da noch Kraut dabei? Eben? Das ist für Kollegen auch. Ja, nein, wir teilen natürlich, gell? Ja, nein. Sich, ja. Dafür habe ich nicht Käse und Brot, das haben das jeder. Ah, okay. Aber ich habe jetzt gedacht, nur Fleisch essen tust du nicht. Nein. Wir trinken zwischendurch auch noch etwas. Ja, was? Ja, ein Eistee. Aha,
aber Schnaps ist schon noch ein bisschen dabei, oder? Nein, nein, etwas Bier zwischendurch noch. Genau. Ja, also, ihr seht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist wirklich wieder ein bisschen wie früher, wie es muss sein. Ein gutes Picknick, ein Schnäpschen und ja, dann kommt es gut. Wir müssen einfach noch die Schwinger gute Leistungen zeigen, aber da habe ich gar keine Angst. In der Munibar wird fleissig geapparölt. Die Jodler von Arberg bringen neben der Partystimmung auch noch urchige Töne ins Zelt. Die ausgelassene Stimmung gefällt den Leuten. Mega cool, sehr geil. Wir genießen es, wieder mal unter Leute zu sein. Wir können einander austauschen. Schön, ja. Oh gut, happy, be happy. Schon nur für diese Stimmung hat sich die Anreise vom Berner Oberland oben ab in Zeeland gelohnt, meint der CEO der Jungfraubahnen. Wir treffen ihn vor dem Zelt. Sehr schön, endlich wieder. Es ist schon so ein Stück zurück in die Normalität. Man ist gar nicht mehr gewohnt, zu feiern, Party zu machen. Ich bin überzeugt, heute Abend mit einem Berner Sieg wird es die richtige Party geben. Die gibt es hier vor Ort aber schon seit dem Freitagabend. Gestern Samstag sind auf dieser Bühne im Festzelt Schlagergrössen wie die Stubbetengang oder der Andi Borg gestanden. Für das Rahmenprogramm hat es viel zu organisieren gegeben. Mir ist gestern Abend, als dafür ab ist, gesehen, mir ein Stein vom Herz gefallen, weil es ist wirklich ein Huren. Das Hin und Her gesehen, wie gleisen wir das auf, wie machen wir das, eben mit den Künsten, mit der Testerei oder der Kontrolliererei vom Zertifikat. Umso grösser ist die Erleichterung. Erleichtert ist man auch beim Merithäusli vis-à-vis vom Festzelt. Endlich können sie wieder mit ihren Edelweisshemmli ein Schwingfest. Wir haben natürlich mehr produziert, wenn wir jetzt wissen, dass es wieder losgeht. Und hier in Arberg sind wir sehr früh aufgestellt, dass die Leute sehen, früh gesehen, dass wir den Stang haben hier. Ja, eigentlich am 4. ab 5 Uhr sind wir schon Stang aufstellen hier. Wie viele Hemmli heute über den Ladentisch gehen, sind schwer abzuschätzen. Aber so ein Edelweisshemmli, das gehört eben schon zum Schwingen. Wir waren schon drinnen, wir haben ja die erste Runde geschaut und der hat mich bestätigt, mal, ich brauche so ein Hemmli. Darum sind wir jetzt schnell rausgekommen in der Pause, um eins zu kaufen. Und dank dem Wetter, das mitmacht, kommen die Edelweisshemmli auch zur Geltung. Gestern hat es nämlich noch eine Regenbällerinne für drüber gebraucht. Wieder mal ein Schwingfest, Kollegen gesehen, guter Schwingsport, kein Bier in den Fingern, nichts, tipptopp. Es ist ungewohnt, dass man wieder mal etwas machen darf und so viele Leute um sich hat. Ja. Und man in Ruhe kann ein Bier trinken und ja, schön, auch in diesem Wetter. Mein Favorit ist Roschi Rüdel, aber ja, schauen, was der Tag noch so bringt. Oder? Die machen das gut, tipptopp. Die Favoriten sind ein vorne, so wie Gänge. Aber es ist in Ordnung so. Schön, ne? Das Wetter ist schon besser als gestern. Wir können so weiterfahren. Wir gehen praktisch jeden Gang rein, schauen und nachher zusammen diskutieren, wer sie nachher zusammen einteilen. Das gehört eben auch zum Schwingsport, dass wir ein bisschen miteinander diskutieren. Das gehört dazu. Ich muss sagen, die Stimmung ist tipptopp. Es ist das erste Mal an einem Schwingfest. Man kann gäbig schäumen. Es macht Spass. Also ich komme sicher wieder zurück. Nicht nur rundum läuft alles tipptopp, sondern natürlich auch im Sackmau. Da wird für den Zuschauer einiges geboten. Wir schauen uns zurück auf den Morgen vom Anschwingen bis zum dritten Gang. Früh am Morgen zu Berg startet das Bernisch Kantonale mit den Spitzenpaarungen. Alles wartet auf Favoriten wie Stucki, Eschbacher und Wenger. Aber auch Käser, Studemann und Wiki werden gerade von Anfang an Präsenz markieren. Der Start verläuft aber unterschiedlich. Der Käser Remo verliert, Wenger Kilian stellt seinen Gang. Auch der Titelverteidiger Eschbacher Matthias schafft es nicht, seine Brocken von einem Gegner auf den Rücken zu legen. Mit Siegen startet Fabian Studemann und der Arberger Florian Knäggi, der ein Heimspiel hat.
Oi, schön. Auf Auftritt des weiteren Lokalmatador Stucki haben alle gewartet. Schließlich ist sein Duell mit dem Wiki schon eine Revanche vom eidgenössischen Vollzug. Auch hier hat der Berner aber die Oberhand und startet mit einem 10 optimal ins Fest. Ja! Hui! Hui! Das ist ein 10 vom Stucki. Hui! Hui! Bravo! Wie ein Schlussgang, der Stucki ist auch der, der in Gang 2 und 3 Grad so weitermacht und der Wiegert Michael Bodiget. Im Nachdrücken schlägt er der Otto Damian. Der Ostschweizer ist bis im zweiten Gang gleich aufgelegen mit dem Stucki. Jawohl! Bravo, Krikl. Der Leiser führt das Fest am Mittag an. Ungeschlagen in allen drei Gängen ist auch der Studemann Fabian. Der 21-Jährige schwingt ganz vorne mit, hat aber im Gegensatz zum Stucki nur 1-10. In Lauerstellung ist der dreifach bernische Kantonalfestsieger Wenger Kilian, der nach einem Gestellten mit 2 Siegen voll dabei ist. Auf gleicher Position sind der Eschbacher Matthias und der Gnägi Florian, die ebenfalls bei einem Gestellten und 2 Siegen stehen. Es sieht also nach einem spannenden Nachmittag aus, wo viel noch offen ist. Ja, da der Titelverteidiger vom bernisch-kantonalen Schwingfest neben mir, der Matthias Eschbacher. Du hast vor 2 Jahren Münzigen gewonnen. Jetzt ist es auch gerade Racke-Zacke gegangen. Im zweiten Gang hast du gewonnen mit einem 10 gegen Stefan Studer. Gratuliere, es läuft. Ja, es ist nicht schlecht. Der erste ist nicht ganz optimal gegangen. Mit dem Gang bin ich nicht zufrieden. Und ja, jetzt ist es einfach wichtig, wenn ich den Titel verteidigen will, dann muss ich jetzt einfach auf die Zähne schwingen. Und dann kann es gut kommen. Ja. Krigl, herzliche Gratulation. Ein 10 gegen Vicky Joel. Wie hat sich das angefühlt nach dem Eidgenössischen, wo ihr das letzte Mal aufeinander getroffen seid? Ja, sicher gut. Zeigt mich das noch. Nein, ist sicher ein schwieriger Gegner. Aber ja, das Beste daraus gemacht und mit dem Greifen geschaut. Und, ja, das sind auch so Details, ist aufgegangen. Also, ja, da der Einheimische, der Florian Gnägi neben mir, der tipptopp gestartet ist, ersten Gang schon gewonnen. Florian, wie fühlst du dich da vor Heimpublikum und vor Publikum vor allem? Ja, also, wenn ich da jetzt rund schaue, ist jedes Mal Hühnerhaut. Ich fühle mich gut, ich bin zu Weg. Es war ein guter Start, aber nicht mehr und nicht weniger. Und von dem her hoffe ich, dass ich hier weiterfahren kann im zweiten Gang. Ich nehme es Gang für Gang und hoffe, dass am Abend ein gutes Resultat rausschaut. Wie ist es denn als Gast hier zu sein? Du bist von den Nordostschweizern, es sind die meisten hier Berner. Und sie haben natürlich jetzt den Krieg vorher auch angeführt. Hast du das mitbekommen? Ja, nein, das kommt man nicht so mit. Aber wenn man im Gang ist, ist man fokussiert. Wir probieren zu gewinnen, wir probieren anzugreifen. Entweder klingt es oder nicht. Du hast Corona gehabt, bist ziemlich flach gelegen. Eben das spürst du im ersten Gang, hat man das Gefühl gehabt, dort hat es die letzten Minuten noch genommen. Dort hat man es so am meisten gesehen von außen. Ja, das ist es so. Ich habe mir auch vorgenommen, hierher gekommen, die Gänge möglichst kurz zu behalten. Weil ich bin ja gleich die Woche noch einmal ins Schwingtraining gegangen, gerade als ich aus der Quarantäne rausgekommen und auch dort gemerkt habe, 7 Minuten, eben wie sie im Kantonal ist, das ist fast nicht möglich. Darum einfach von Anfang an voll drauf los. Und dann sollte sich das bis am Abend plus minus schon auszahlen. Nach dem dritten Gang steht ein weiterer wichtiger Gang an. Und ich rede jetzt nicht vom Schwingen, sondern vom Essen. Am Mittag werden hier auf dem Gelände Tausende von Leuten verpflegt. Und für das nichts schief gehen, braucht es hinter den Kulissen ganz viele Leute, die krampfen. Ich bin am Mittag ins Festzelt hineinschauen. Ein bisschen kommt man mit über von der Schwinger Arena. Aber sonst konzentriert sich alles auf das Essen. Die Tische sind parat und hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die ganze Planung ist erst im letzten Moment gemacht worden. Klar hat man Freude, dass alles mit so vielen Leuten stattfinden kann, aber das hat natürlich auch viel Energie gekostet. Nein, ich bin sehr positiv gestimmt. Ein bisschen müde, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es ist so ein grosses Fest von 0 auf 100. Ich bin eigentlich schon gewohnt, vor Corona, dass ich sehr viele Festivals und Zeug gemacht und eigentlich den ganzen Sommer voll durchgebügelt habe. Und jetzt ist es so ein von 0 auf 100, es gibt so ein Fest, sehr intensiv, sehr viele offene Fragen, die wir natürlich alle klären können, aber sehr intensive Zeit ist so ein bisschen müde, aber im Großen und Ganzen, ich finde es mega cool, können wir das machen und sind wir da und die Leute kommen und sind alle motiviert, wieder etwas zu machen und das bringt, glaube ich, ein bisschen Schnauf und ist die Müdigkeit dann auch ein bisschen nebensächlich plötzlich.
2500 Leute werden hier im Festzelt erwartet. Viel Aufwand hat es vor allem für einen Herdöpfelsalat gebraucht. 800 Kilo Herdöpfel sind für das von Hang geschält worden. Es hat viele Herausforderungen zu bewältigen im Vorfeld. Ein Teil ist sicher Personal, dass man Personal suchen in einer kurzen Zeit. Das ganze Material beschaffen, Bestellungen machen. Das ganze Covid ist halt immer noch irgendwie da. Wie das geht mit der Sicherheit, mit dem Zertifikat. Darf man es gleich rein und wie und so. Das war alles so ein bisschen mehr Aufwand, was alles ein bisschen länger gemacht hat, das Ganze. Heute ist es aber so weit und rund 150 freiwillige Helferinnen und Helfer schauen hier im Festzelt, dass jeder und jede zu seinem Essen kommt. Ja, all die Leute, die daheim sind und das Schwingfest am Bildschirm mitverfolgen, die Leute können eins leider nicht nachvollziehen, und zwar, wie es hier schmeckt. Aber ich kann euch versichern, es schmeckt fantastisch. Wir sind hier jetzt mit in der Aschauer im Festzelt. Die Leute kommen mit leeren Magen hier rein und wollen natürlich mit einem vollen Magen wieder raus. Und für das hier alles reibungslos abläuft, für das verantwortlich ist der Matthias Kuhn, den wir vorher auch schon im Beitrag haben gesehen. Im Beitrag haben wir gesehen, dass ihr alles im Vorbereiten seid. Und jetzt geht es los. Ist jetzt der höchste Stresspegel für euch? Ja, das ist, glaube ich, wenn man das Festzelt führt am Schwingfest, ist glaube ich der Sonntagmittag. Dann, wenn es am meisten raus ist, dann haben die meisten Leute am Arbeiten sind, dann haben die meisten Leute drin sind und was in einer sehr kurzen Zeit, in dieser Stunde, eigentlich alles muss passieren. Und was ist so jetzt von Zeit bis jetzt mit dem Ablauf, wie alles funktioniert? Ja, es ist noch nicht ganz das Fazit ziehen, aber mache ich dann nachher noch. Ich glaube, grundsätzlich gut. Die Küche ist sehr, sehr schnell. Die mögen rauslassen. Und den Rest muss ich noch etwas genauer anschauen. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist glaube ich okay. Ja. Es hat hier ganz, ganz viele Leute, die jetzt natürlich mithelfen, für all die Leute, die hier reinkommen, zu verpflegen. Wie sieht es eigentlich mit euren Verpflegungen von euch selber und den Leuten, die euch helfen? Ja, in Gastronomie isst man dann, wenn die normalen Leute sagen, jetzt ja, für sich auch nicht essen. Wir essen irgendwann am Nachmittag oder irgendwann in der Nacht. Aber jetzt ist sicher nicht der Zeitpunkt, dass wir essen und herhöckeln können. Aber das machen wir dann schon noch heute am Nachmittag und sicher dann für oben. Jetzt, heute durch den Tag, was steht noch alles an? Was ist noch wichtig? Heute ist sicher nach dem Bankett alles aufräumen, alles abräumen, alles parat machen. Dann sicher ein gutes Mise-en-Place für am Oben. Am Oben ist noch die Rangverkündigung, der wird sicher auch noch einmal gegessen. Und dann werden wir sicher am Nachmittag schon ein bisschen anfangen mit dem Abbau. Ja, dann geht die Nacht eigentlich schon ein bisschen los mit der ganzen Woche, mehr oder weniger. Ja, frisch gestärkt gehen wir weiter ins Nachmittagsprogramm. Und am Schluss ist es so richtig eng geworden. Viele Schwinger hätten es verdient gehabt, im Schlussgang zu stehen. Schlussendlich waren zwei altbekannte Gesichter dort, ein Schwingerkönig und ein Schwingerkönig. Am Nachmittag geht es zu Arberg definitiv um die Wurst. Der Lokalmatador Gnägi Florian kann sich nach einer Stärkung am Mittag mit seinem dritten Sieg zurückmelden. Oder Kempf Bernhard und der Eschbacher Matthias, die je einen Gestellten auf dem Konto haben, gewinnen ihren vierten Gang. Der Schwingerkönig von 2010, Wenger Kilian, lässt nichts anbrennen und wirft seine Gegner ins Zagmel. Anders sieht es beim Studemann Fabian aus. Nach drei Siegen endet der vierte Gang mit einem Gestellten. Makulos zu Beginn an bleibt der Stuck Christian. Er schwingt sich ungeschlagen in Richtung Schlussgang. Im fünften Gang aber die grosse Überraschung. Für den Stucki eigentlich nur noch Formsache, verliert er völlig unerwartet gegen Schwander Severin. Damit hat der Stucki Christian, der Schwander Severin und der vorweissen Flug Kilian alle gleich viele Punkte. Es muss also diskutiert werden, wer in den Schlussgang darf einziehen. Dort wartet nämlich schon der Wenger Kilian, der nach 13 in Folge auch im fünften Durchgang mit der Maximalnote gegen Renfer Lukas um einen Festsieg wird schwingen. Schlussendlich wird wegen dem ungeschriebenen Königsgesetz und dem schwierigen Notenblatt der Stuck rausgekoren, trotz Niederlage gegen Schwander. Es kommt also zum Duell von zwei Schwingerkönigen. Im sechsten Gang haben alle Anwärter auf einen Festsieg, der nicht in den Schlussgang kam, Federn gelassen. So verliert der Schwander Severin nach einem phänomenalen Sieg gegen Stuck in seinem letzten Kampf. Oh, das, jetzt wird es heikel für den Schwander. Sehr heikel für den Schwander. Ja, ja, passiert. Ja, Überraschung jetzt. Auch für den vorweissen Flug Kilian ist das Hoffen vorbei. Er kommt nicht über einen Gestellten raus. Einen schönen Abschluss gibt es noch für den Gnägi Florian. Der Arberger holt sich bei seinem Heimspiel den 99. Kranz und macht so das Publikum stolz. Also, ich habe hier Fabian Studemann neben mir bis nach dem Mittag drei Gänge gewonnen, wieder Stucki, ein Viertel Unterschied. Jetzt hast du aber vorhin im Vierten ein bisschen den Zahn ausgebissen, Dominik Roth. Ja, genau. Der Vormittag war
wirklich gut gelaufen. Jetzt am vierten Gang gegen Rotömmel. Leider kein Rezept gefunden. Er ist sehr wendig, sehr schnell. Und heute hat es hat's nicht gepasst. Severin Schwander, herzliche Gratulation. Du bist der Erste heute, der der König Stucki hat bodiget. Es ist ein Raunen, ein Staunen durch die Arena. Du machst das Schwingfest richtig spannend. Ja, merci vielmals. Also, ich war selber gerade ein bisschen überrascht, dass es geklappt hat. Ich habe es natürlich gehofft, aber man hat auch am Raunen der Zuschauer angehört. Die waren auch gerade ein bisschen perplex, dass es geklappt hat. Schön war es. Ein Schwingfest mit allem Drum und Dran, inklusive Krimi und einem grossen Publikum. Die ganze Spezialsendung die könnt ihr auf unserer Webseite nachschauen. Hoffen wir also noch auf weitere tolle Schwingmomente. Merci, habt ihr mit uns noch einmal auf diesen Tag zurückgeschaut. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Ade miteinander.